Na los, gehen wir nach Hause. Ja, liebe Leute, na los, ab nach Hause, denn da sind wir wieder bei Skyrim Dawnguard. Mit mir, ich bin der Darkson. Und ja, wir gehen Richtung Heimat zur Burg Volkihar und verlassen endlich mal hier diese Seelen-Geister-Hemisphäre-Dimension, was auch immer das sein mag. Und dann gucken wir doch gleich mal, was der Hakon, Serranas Vater, mit uns anstellen wird, wenn wir dann zurückkommen mit heiler Haut, beziehungsweise mit heilem Fell. Ich als armes Katzenwesen da habe hier keine richtige Haut. Ich habe ja mehr so ein dickes Fell hier, so ein wasserabweisendes All-Wetter-Fell. Ja, Serana, wo bist du? Du bist einfach mal verschwunden. Schönen Dank. Ach, da hinten rennst du rum, oder was? Ja, lass sie mal rennen. Die wird schon irgendwann... Irgendwann wird sie schon nachkommen. Ah ja, doch. Jetzt kann ich mich erinnern. Hier sind wir ja durch. Durch diesen Torbogen. Da kommt schon wieder der Klepper angeritten. Oh, das war aber ein weiter Weg hier, liebe Leute. Das weiß ich jetzt schon. Ich kann es leider nicht abkürzen. Ihr habt ja beim letzten Mal schon gesehen, dass ich hier versucht habe, per Schnellreise das irgendwie mal etwas abzukürzen. Ja, ging leider nicht. Darum, per... Ihr müsst mir was? Helfen, meinen Awak zu finden. Er verdient es nicht, an einem Ort wie diesem zu leben. Was ist ein Awak? Ja genau, wer ist Awak und vor allem, was ist Awak? Awak, ach, mein Ross. Wir kamen gemeinsam an diesen schrecklichen Ort. Wir wurden von Monstern angegriffen, also befahl ich ihm zu fliehen. Er ist so ein treues Tier und läuft schon so lange. Ihr müsst ihn retten. Ich flehe euch an. Ein Ort wie dieser verändert einen. Ah ja. Awak! Awak, wo bist du? Awak, bitte komm zurück! Komm zurück! Hallo? Das war's? Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja, bis zum nächsten Mal. Du kommst natürlich... Ah, da ist Serana wenigstens. Finde Awaks Schädel... im Seelengrab. Hallo? Achso, da müsste ich jetzt hier... Nee, da wollte ich nicht hin. Dass wir die Schriftrolle gefunden haben. Wo ist das? Wo ist das? Hier, Awak? Awak, Awak? Wieso zeigt ihr mir das... Wieso zeigt ihr mir das hier nicht an? Das schöne Quest? Verschiedene... Ah, da! Komm, dann nehmen wir noch mit hier. Awak-Schädel. Müssen wir doch dahin, oder wie? Finde Awaks Schädel im Seelengrab. Was liegt denn hier noch? Hier liegen noch... Ach, die haben wir schon gelootet beim... Beim irgendwann mal. Was ist das hier? Irgendwelche Tröten, die aus dem Boden wachsen. Ja, keine Ahnung. Folge ich jetzt Awak oder... Da geht's doch retour. Da sind wir doch hergekommen. Hallo. Wieso? Finde Awaks Schädel im Seelengrab. Ja, schönen Dank auch. Auf Sucherei habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock gerade. Kommt natürlich auch dann, wenn ich hier gerade raus will, ne? Dann kommt der Typ da an und kaut mir das Ohr ab. Hat er Pech gehabt mit seinem Klepper. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Ja, das sieht gut aus. Oh, schöne schicke Treppen. Ja, da geht's raus. Und da sind wir doch schon ins Portal geschritten. So, und dann sind wir zurück und Errungenschaft haben wir auch freigeschaltet. Jenseits des Todes. Ja, wir sind doch schon zu Hause. Dann kann ich mir hier dieses Nebenquest ja mal gepflegt an die Jacke pinnen. Vielleicht machen wir das später. Ich weiß nicht, ich komme da jetzt rein und raus, wie nach Belieben. Das Portal ist auf jeden Fall noch offen. Ja, wo geht's denn jetzt hin? Was war denn unser Main Quest? Das hier? Nee. Ach, Kinders, jetzt habe ich mich hier völlig verklickt. Es könnte es aber sein, wenn. So, ich will auf jeden Fall die Weltkarte haben. Hör mal, wo müssen wir denn jetzt hin, liebe Leute?
bin zurückgekehrt, ja. Und was war jetzt, Ambach? Was? Töte junger Vampir? Können wir da hin? Nö, Markierung will ich nicht. Hallo? Töte junger Vampir im Tümpel von Maras Auge. Gut, dann gehen wir da mal hin. Flussuferhütte. Wie, ich kann von diesem Ort aus nicht schnell reisen. Muss ich immer noch hier irgendwie raus, oder was? Oh Gott, es nervt langsam. Ich will doch nur reisen. Schnelle Reisen. Wünsche ich mir. Kommen wir da raus? In den Balkon? Auf dem Balkon? Unter dem Balkon? Wir schauen mal, wo wir hier rauskommen. Ah, Balkon entdeckt. Wunderbar, ja, super Balkon. Aber von hier lässt sich doch bestimmt schnell reisen. Ach, guck mal. Ach, da können wir dann auch hinreisen. Ah, das ist natürlich praktisch. Da kommen wir nämlich schnell durch das Portal. So, und jetzt weiß ich natürlich nicht, was meine Mainquest war. Ja, da will ich jetzt mal hinreisen. Ich hoffe, ich bin noch auf der richtigen Fährte mit meinen Quests. Nicht, dass ich mich hier wieder total verheddere. Au, Licht, Sonnenlicht. Au, au, au. So, wo müssen wir hin? Da irgendwo in die Berge. Mal durch das Flusswasser warten. Was liegt hier? Irgendein Nest. Stachel. Schlachterfischei. So. Lalala. Hier hoch den Berg. Da liegt noch irgendein Wurzelkraut. Das nehmen wir auch noch mit. So, und dann hier lang, oder wie? Oh, 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 oh. Oh, wieso habe ich kein Schild? Hallo, hallo. Ach so, die sind ja easy. Easy going. Oitsch. Oh, ei, ei, ei. Da. In your face. Oh, da fällt mir gerade ein. Ich müsste mein Inventar auch mal leeren. Ich glaube, das wäre langsam mal angebracht. Serana. Keine Ahnung, wo die schon wieder rumturnt, wo die schon wieder ist. Hier wird schon irgendwann nachkommen. Hallo? Ich hänge nochmal. Hängen geblieben. So, Schild. Jetzt haben wir's. Wunderbar. Ja, wie komme ich darüber am besten? Keine Ahnung, ich laufe einfach mal hier weiter hoch. Richtung Gipfel. Ich alter Gipfelstürmer. Ah, und das hier mit den Bäumen, das ist doch immer so ein... ja. Waren das Yetis? Oh Gott, das ist so lange her, wo ich das gespielt habe. Oh, was haben wir denn da? In der Mitte von diesem Fluss. Hier gibt es schon mal nichts. Da sind wir doch richtig. Da sind wir doch richtig. Maras Auge entdeckt. So, machen wir erstmal diese komischen Schlammkrabben hier platt. So, hinter mir ist auch noch irgendwo einer. Die haben natürlich einen schicken Panzer immer dabei, aber der ist zu schwer, glaube ich. Oh Gott, ich wiege zu viel, Leute. Bevor ich hier hingehe, ich hab's ja jetzt entdeckt, ne? Ich hab's ja jetzt entdeckt. Ich reise nochmal schnell nach Hause. Nee, abbrechen. Und machen wir mal meine Tasche ein bisschen leer. Hab ich da überhaupt einen Überblick gerade, wo ich hin muss, wo ich bin, wo ich hin soll? Einsamkeit war es nicht. Nö, nö. Hier ist es doch. Weißlauf. Jawohl, da will ich hin. Ja, dann lernen wir die Taschen noch mal ein bisschen aus. Schmiedehandwerk ist wohl... wollte ich auch noch mal machen irgendwie, ne? Passt mit diesen Flammen auf. Was für Flammen? So, jetzt ist wieder Nacht. Toll. Nichts mitbekommen. So, und ab in mein... Schönes Haus. Na gut, so schön ist es nicht, aber es erfüllt seinen Zweck. So, das haben wir im Schrank. Da können wir mal ein bisschen was ablegen. Die Armbrust, Eisendolch der Furcht. Schwarzbogen. Oh Gott, die Holzjagdbogen des Frosts kann weg. Das kann auch weg und das kann auch weg. So, was haben wir denn da noch alles drin? Ich habe keine Ahnung. Lederrüstung fein. Vampirrüstung ist schon besser.
einen Zerstörungszauber. Ja gut, Zerstörungszauber mache ich selten. Das, die Vampirstiefel lasse ich wohl nochmal drin. Oh, ich muss unbedingt mein Schmiede-Kunst-Handwerk-Gedöns aufbessern. Geht sonst gar nicht. So, was haben wir denn jetzt hier zum Beispiel an Erzen? Da, Eisenerz zum Beispiel. Nichts wie weg, wiegt alles nur unnötig. Golderz, Holzkohle, hallo? Tun wir da auch mal einfach rein. Ein Korb. Ja, wo habe ich denn den aufgesammelt? Der ist natürlich ganz wichtig. Nämlich überhaupt nicht. Oh, was für ein Scheiß ich hier mit mir rumschlepp, Leute. So, für was ich die hier brauche, weiß ich auch nicht. So, und da drüben hat man jetzt die ganzen Steine drin. Ja, wir sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen leichter geworden. Wie? Ne, ich will noch nicht ausrüsten, ich will ablegen. Gewöhnlicher Seelenstein, der ist leer. Gefüllt, Granatstein weg. Seelenstein leer, da können wir auch mal ein paar. Nö, 19 nicht. Wie viel kann man ablegen? Warte mal, 19 haben wir, 5 hätte ich gern. Wären 14, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe. Oh, Korb, ey. Laterne, was für ein Scheiß ich da mit mir rumschleppe. Ach, Erz, wieso habe ich denn das jetzt da reingetan? Verdammt. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Okay. Nee, Quatsch. Hier nochmal rein. Das Malachiterz nehme ich mal mit. Das tue ich mal hier drüben nämlich rein. Unter M. Da ist es. So, da wiegen wir schon mal ein klein wenig weniger. Was haben wir denn noch hier so im Gepäck, was raus kann? Was wiegt denn immer viel? Kleidung haben wir... Nee, das haben wir schon aussortiert. Tränke? Oh Gott, jede Menge Tränke. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Naschwerk haben wir auch. Ja, das wiegt ja alles relativ wenig hier. Dennoch würde ich es gern mal loswerden. Das machen wir jetzt noch schnell. Nee, ich räume nicht nochmal alles aus der Truhe raus. So wie ich es gerne mache. So, einfach alles da reinfeuern und schmeißen. Jawohl, hau weg. Ja, weg, weg. Jawohl, alles raus hier, was keine Miete zahlt. Vielen Dank. Bücher. Oh Gott, nee, mit Büchern fange ich jetzt... Ey, Serena, hallo. Mit Büchern möchte ich jetzt ungern anfangen. Ja, ein bisschen Platz haben wir. Aktivieren Bücherregal. So, ich will aber Bücher loswerden, nicht einsammeln. Weil die wiegen ja auch immer hier ein bisschen was. So, das, die Briefe und so behalten wir mal. Oh, das war ein Zauberbuch. Wieso habe ich das weggetan? Du kannst nicht so viele Bücher... Ja, okay, alles klar. Eins wollte ich sowieso wieder rausnehmen. War es das schon? Ne, war doch kein Zauberbuch. Doch, das hier war es. Ne. Sieht so aus, ein Zauberbuch. Da, beschworenes Schwert. Das nehmen wir raus. Dafür stecken wir das da mal da rein. Gut. Es ist gut gefüllt. Da unten können wir da auch noch was machen. Genau, da geht's auch weiter. Wunderbar. Kriegen wir da noch irgendwas reingequetscht? In das gammelige Regal. Tochter der Nibelen. Weg. Unsterbliches Blut weg. Nochmal. So habe ich das zweimal. Man muss halt zweimal lesen. Zauberbuch. Und das nehmen wir auch noch weg. So, und jetzt gucke ich mir mal die Zauberbücher genauer an. Wir lernen mal alles. Nein, da wollte ich nicht hin. Komm schon da zurück jetzt. Knochenmann. Hallo? Sag mal, willst du mich verarschen? So, Knochen. Dann nehmen wir das hier und das hier. So.
Was liegen wir jetzt hier mit unserem 195? Das ist gut. Unter der 200 Grenze geht das. So, und dann geht's retour. Würde ich sagen, wo wir eben hergekommen sind. Nein, Abbruch. Man muss ja so scrollen, ohne zu klicken. Wo war's denn jetzt? Ach, da wird's mir doch dick und fett angezeigt. Hier. Jawohl, Schnellreise dorthin. Wir reisen, wir packen unsere Koffer und reisen wie der Wind ganz geschwind hierhin. Und es ist wieder Tag. Sag mal, es gibt hier verschiedene Zeitzonen oder was? Ich muss jetzt trotzdem wieder hier auf die kleine Insel rüber. Macht aber überhaupt nichts. So, die liegen noch hier rum. Wieso ist denn der jetzt leer? Wieso ist der Sack jetzt leer? Der elende, alte, ranzige. Gut, liebe Leute. Jetzt hänge ich hier am Baum noch. Liebe Leute, ich gucke auf die Uhr und ja, sorry, dass ich hier jetzt mein Inventarmanagement ein bisschen in die Folge reinpressen musste, aber es muss auch mal sein, dass wir wieder Platz im Inventar haben. Und ich würde sagen, wir betreten hier mal... Macht mir nichts aus. Was? Ich habe wirklich mehr als genug Zeit in Höhlen. Ja, ja, das ist schon klar. Und hier diese... Hallo? Die Höhle betreten wir das nächste Mal. Maras Auge. Bis dahin. Viel Spaß beim Zocken. Haut rein. Bye, bye.